Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Let's Play Tombo Dazi Live. Schön, dass ihr angeschaut habt, liebe Leute, zu dem neuen Part. Im letzten Part haben wir einen Cookie Meat geschenkt und jetzt hat es die Möglichkeit gegeben, eine Band zu eröffnen im Konzertsaal. Und die lassen wir uns natürlich noch nicht nehmen und machen jetzt einfach mal direkt und zwar einfach mal rein in die Konzerthalle. Und zwar wollen wir jetzt nämlich als Band singen. Aber bevor wir das tun, gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück. Wollten wir uns da erstmal den Song von Cookie so anhören. Und dann werden wir eine Band eröffnen. Oh Gott. Wir haben mehrere Sachen, die wir heute vorhaben. Dann gibt es hier noch ein paar Probleme. Fangen erstmal mit Cell an, die was spielen will. Da kümmern wir uns das Problem. Wer muss mir Spongy Essen geben? Und dann hören wir das Lied an von Cookie. Da hat er mal viel los. Zumindest ein bisschen merkt man es noch irgendwie. So, wir haben jetzt einen Klopfringkampf. Okay, let's go. Ach Gott, da bin ich so scheiße drauf. Komm schon. Fester. Ich hab Angst, dass ich den Touchscreen von meinem 3DS dabei einreiße. Es hört nicht meine Stimme. Ich bin ein bisschen krank. Komm on. Und ich hab gewonnen. Gott sei Dank. Besser ist es auch. Du musst das, also. Manchmal kacke ich so richtig ab, nicht in Games, das ist so untersichtlich. Da kommen wir nicht mehr das Große. Aber wieder Besen. Perfekt, was will man mehr? So. Also. Dauerkröte, wie kann man dir helfen? Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns 2 Wochen nicht gesehen. Ja, sorry, dass wir uns 2 Wochen nicht mehr gesehen haben. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Ein Rock. Wäre schön. Wir müssen mal was kaufen, genau, und ich kann auch mal hier auf Lager. Und Dirndl, es ist Oktoberfestzeit. Ich weiß, wie so Art Rock, das ist jetzt schon. Boah, 50 Euro. Machen wir mal 4 Stück. Ist ja quasi was wie so eine Art Rock, das passt gerade von der Seite. Wir haben ja in München gerade Oktoberfest, und ihr wisst, das kommen wir aus der Nähe von München. Also es ist geisteskrank. Ich selbst persönlich war allerdings noch nicht dieses Jahr auf dem Oktoberfest und das gefällt dir perfekt. Weil ich meine, das Oktoberfest ist bestimmt für Touristen und so weiter mal was Nettes. Aber wenn man jetzt selbst kommt, dann machen wir auch ein Lied. Das war diesmal eine Ballade. Dann kann man nämlich gleich nochmal eine Band gründen. Aber wisst ihr, wenn man dieses Jahr irgendwie, dann wird es irgendwann langweilig, wenn ich persönlich jetzt. Ne? So, jetzt hören wir das Lied von ihr erstmal an und dann machen wir das Lied von Cookie. So, und dann haben wir einen Weg. So, der Part wird ganz so lange, ich sag's, was es ist. Auf jeden Fall, da ist irgendwann nicht das Oktoberfest nichts mehr Besonderes. Es wird auf jeden Fall mal drüber gehen, aber dieses ins Bierzelt gehen und wahnsinnig viel Geld ausgeben, ich kann's nicht nachvollziehen. Selbe Lied. Ja, im Dirndl eine Ballade war es immer mehr, das war doch super, super, super. So, jetzt habe ich auf Aufhören geklickt, eigentlich wollte ich noch gar nicht damit aufhören, naja, wurscht. So, das war doch gut. Und das speisen wir auf jeden Fall so ab, das passt. So. Gut, dann haben wir das auch geklärt, jetzt wollte ich ja erstmal Spongen was zum Essen geben, weil das ist vorhin ja alles wert, das sollten wir jetzt gerechtigkeitshalber auf jeden Fall noch machen. Jetzt haben wir so Cookie. Und dann haben wir auch endlich mal alles abgehandelt. So. Komm, die haben jetzt auch mal eine Pizza in die Fressluke. Und das ist nämlich lecker, perfekt. Gut.
Dann haben wir auch die Pizza hinter uns. Das ist ein bisschen was gegessen. So. Und fällst erstmal hin. Perfekt. So, jetzt suchen wir nach Cookie. Wo, wessen Haus da ist er doch. So. Wollen wir jetzt mal hier von Cookie erstmal an. Dann probieren wir das mit dem Benz. Oh mein Gott, ich bin gespannt. So. Genau, dein Rap-Song. Aber uns ist an. Ich bin gespannt. Wir singen jetzt nicht mal mit immer. Ja. Yeah. Hier lohnt es vielleicht schon wieder. Alle wollen nur noch Schlager. Kauf doch lieber meine Platten. Hier ist doch hier. Wollt es auch jetzt mit vier Tracks. Ja, ich einfach ein Werbelied in einem Lied. Das ist doch geisteskrank. Ne? Was will man mehr? Einfach ein Lied in einem Lied. Ist doch perfekt. So, das speichert man natürlich auch. Und oh mein Gott, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Jetzt können einfach die ersten Songs von unserer Band gespielt werden. Oh mein Gott. Ich würde sagen, let's give them a try. Probieren wir es aus. So, also stopp, wir müssen hier aufs Konzert. Allee. Da, als Band singen, jawohl. Wir gründen jetzt eine Band. Band gründen. So, da können wir ein paar Charaktere auswählen. 3 bis 7. Boah, wie nehmen wir denn? Wir nehmen auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall drin. Ach so, da muss man immer schauen, mit wie man das verbinden kann, verstehe. Und dann kann man beides mit Cookie verbinden und mehr haben wir jetzt noch nicht, diese Art von Musik. Und wenn wir jetzt auf Sponge gehen zum Beispiel. Hört man mit Kröte, weil die beiden eine Ballade haben. So. Komm, und damit fangen wir es einfach mal an. Und zwar, das ist die Balladenband oder die Balladers. Balladers. Ist doch so bescheuert. Aber ja, das sind die Balladers, ne? Ich glaube, da können bestimmt noch Leute dazukommen. Ah, cool, jetzt können wir unseren eigenen Song erstellen. Ach, das. Ballade. Okay, jetzt konnte ich den singen, aber man könnte halt vielleicht auch noch eigene machen, aber jetzt. Lassen wir den erstmal den Insel-Liebe-Song spielen. Da passt das wirklich hier ein, was eine Insel ist. Ich bin gespannt. Hier kommt die erste Ballade von unserer Band Balladers. Das ist doch 1A. Was war das bitte? Das würde für eine mega Aufführung. Applaus für die Balladers. Mit Spongy und Kröte. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, dann haben wir doch unsere erste Band mal gehört. Das ist doch wirklich, wirklich super. Und die können jetzt auch direkt mit mir auf Auftreten gehen. Auf so ein Upsi. Direkt mit ihrem Lied auftreten. Das ist doch mal eine super, super Nachricht. So. Es wird es in nächster Zeit gewiss noch weitere Bands geben, die sich gründen werden. Vor allem, wenn man auch mehr Doppelungen hat. Eine Bandgründung steht noch aus. Und diese wird wohl, kleiner Spoiler, irgendwann im Laufe der nächsten Woche kommen. Bis dahin, sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Und ciao!